Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Wir werden Rayboot spielen, aber wir machen kein Szenario, sondern wir werden eine Karte bauen, und zwar eine Karte für rund um Romanzorn. Denn ich habe von Romanzorn einen aktuellen Gleisplan, inklusive von der Umgebung plus Gleisgeschwindigkeiten. Und ich versuche das jetzt erstmal hier in Rayboot so genau wie möglich nachzubauen, wie es halt geht. Ich bin ein bisschen eingerostet mit dem Editor. Das letzte Mal, als ich da mit dem Editor was gebastelt habe, das war, als Rayboot überhaupt in den Early Access gekommen ist. Das ist schon ein bisschen her. Und ja, es wird sicherlich mehrteilig hier werden, bis hier der Bahnhof und die Umgebung fertig ist, bis die Fahrpläne stehen etc. Aber ich dachte, das wäre vielleicht mal ein ganz interessantes Projekt. Ich zeige euch mal ganz kurz den Bahnhof. Das ist er. Das ist Bahnhof Romanzorn, so wie er jetzt aktuell ist. Wie ihr seht, da ist gleistechnisch ein bisschen was los. Wir werden hier nicht alles nachstellen können. Das macht auch gar nicht so viel Sinn. Aber die Hauptgleise will ich soweit drin haben, dass die soweit akkurat sind. Die Signalpositionen und dass die Geschwindigkeiten soweit okay sind. Wobei Geschwindigkeiten sind ein Thema. Denn hier hat es im Bahnhof Geschwindigkeiten, die ich in Rayboot so nicht nachstellen kann. In Rayboot habe ich ja die Geschwindigkeiten 40, 80, 120, 200. Die habe ich so nicht hier in Romanzorn. Deswegen muss ich da ein bisschen improvisieren, beziehungsweise der Bahnhof wird in Rayboot etwas langsamer sein, als wie er in der Realität sein wird. Für die anderen Strecken ja, ein bisschen besser dargestellt. Anfangen will ich damit, dass wir hier die Einfahrt von Utschwil machen. Und dann werden wir hier so eine Art SPL machen. Dann geht es in den Bahnhof rein, dann bauen wir den Bahnhof an sich. Und dann schauen wir weiter. Da unten ist ein Dreieck. Hier die Gleise, wo die Züge dann auf die andere Richtung fahren können. Also das wird hier sehr spannend. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Beziehungsweise zum Thema Utschwil sollten wir mal uns ganz kurz Google Maps angucken. Wendet euch das mal ein. Das ist der Bahnhof Romanzorn da. Utschwil, das ist hier eingleisig alles. Geht dann nach links, da ist Utschwil. Und da würde ich die Züge reinkommen lassen bei der Karte. Wir haben hier nur ein Bahnsteig, das andere ist ein Durchfahrgleis. Und das werden wir so jetzt mal darstellen. Ich muss das halt als zweites Gleis halt definieren in Rayboot, damit die Züge hier wieder rausfahren können. Das heißt, wir tun das mal wieder ausblenden. Ich hoffe, ich vergesse das später nicht. Gleis bauen. Da hinten haben wir 80. Wir sind eigentlich schneller. Karte links oben hätte ich gerne. So, würde mal sagen, irgendwie da so. Utschwil. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hätte ich jetzt mal gesagt. So, 8. Bahnhofsschild. Neuer Bahnhof. Und dann geht es hier nach unten wieder zusammen. So. Ist einmal hier, dann wird das der Anfang. Tun wir das hier gerade mal bearbeiten. Utschwil. Generation, Wakeness, Intensity. Ja, okay, das kann man dann später. Das wollte ich nicht. Das kann man dann später machen. Das wäre das. Und jetzt hätte ich gern so ein Autoblock. Oh, Autoblock. Angefangen ab hier. Warum kann ich da kein Autoblock? Hier unmöglich. Oder muss ich da zuerst ein Gleis bauen? So, wenn ich das jetzt so mache. Ah. I see. Okay, dann machen wir 1, 2, 3, 4. Wird aber zu viel sein. Autoblock. Ist so ein 2er Autoblock. Ja, das passt eigentlich. So.
So. Jetzt war das vielleicht gar nicht so schlau, dass ich das so weit oben gebaut habe. Wegen Roman, sagen wir, da gehen dann auch noch ein paar Gleise nach oben. Ah, wisst ihr was? Das bauen wir doch nochmal nach hier unten. Damit ich mehr Platz habe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einmal 8. So, das dann hier so. 2. 1, 2, 3, 4 für den Autoblock. Kann man bestimmt besser machen, aber so komme ich jetzt damit klar. Okay. Ich guess, das ist jetzt verbunden. So, 1, 2. Perfekt. Dann Autosignale. Wie gesagt, hier und hier. Und da brauchen wir es ja nicht für die andere Seite. Das passt. Stationsschild von Utwil. Kommt jetzt hier unten hin. Bahnsteige. Einmal. Zweimal. Perfekto. Und hier wäre dann jetzt Roman soll. Also ich denke mal, mehr als diese zwei Blöcke braucht man nicht. Wenn wir uns das nochmal auf Google Maps angucken. War es Utwil. Die Strecke da. Und dann ist hier schon der Bahnhof. Ich denke mal, das reicht so. Warum sind hier hinten Gleise drin? Die ehemaligen. Okay. Wechseln wir mal auf den Gleisplan von Rummelsboden. Einmal einblenden. Södele. Also hier ist die Strecke von Utwil. Dann hätten wir jetzt hier gleich den Bahnhof. Das längste Gleis ist das hier. Das ist Nummer 3 hier. Da geht der Bahnsteig recht weit nach vorne mit diesem Zipfel. Das will ich auch gern optisch irgendwie darstellen, wo diese Bahnsteige sind. Und ich würde sagen, ich probiere es jetzt gerade mal. Ich werde den Plan jetzt nicht die ganze Zeit einblenden. Ich habe dann einfach auf einen anderen Monitor. Im Bahnhof haben wir dann jetzt dann hier 40. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir kommen rein. Ich hätte hier gerne auch mal 2. Ja, wobei 2, 1, 2. Machen wir das mal so. Jetzt würde ich den Bahnsteig gerne einzeichnen. So bis da. Übrigens hier. Moment, so ein. Bis später. 40 hier. Mal schauen, wie das verbunden wird. Machen wir dann zweigleisig. So. Das Gleis geht straight da rein. Die Weiche kommt dahinter einmal rein. Müssen wir schauen bezüglich Signale. Das Signal steht weiter vorne. Die stehen beim Bahnsteigende. So und so. Das steht hier. Also, damit ihr es auch seht. Da die zwei Signale, das andere steht weiter hinten. Und dann auf die andere Seite. Wie kann ich das am schlauesten machen? Also am kürzesten, mittellang, am längsten. Machen wir hier unten den Perno nochmal rein. Also visuell. Der geht einen Tick weiter. So. Das geht so ein bisschen weiter. Hier die zwei. Machen wir das vielleicht so optisch. Oder gehen wir nur eins weiter? Ah, der mittlere ist am längsten. Entschuldigung. Und der da unten. Machen wir den so. Mit hier den Abschluss. Und die zwei kurzen Gleise hier.
würde sagen, wir gehen ungefähr so. Ja, das soll es auch nicht verbinden. Okay, und das hier ist dann quasi das Bahnhofsgebäude. Ich glaube, so unhappy bin ich gar nicht. Das kommt nochmal eins vor. Ja. So, als Referenz hier nochmal der Plan. Sind jetzt da auf der Ebene. Und dann geht hier so eine weiche Verbindung nach da runter. Bis hier auf das unterste Gleis. Und versuchen wir das erstmal nachzustellen, beziehungsweise bevor das da hier so runter geht, geht noch diese eine Weiche da oben Richtung Abstellung. Das heißt, ich brauche eins nach oben und dann als nächstes hier der Weg so nach unten. Soll heißen, beziehungsweise ich sollte jetzt mal die Bahnsteige vielleicht markieren. Das sind jetzt aber unterschiedlich lang, aber weil es passt eigentlich so. Dünn Bahnsteige. Das da unten ist die 1, die 2, 3, 4, 5. Ja, kann man gelten lassen, glaube ich. Ein frei, also beziehungsweise ich kann es immer so weiterziehen. Da geht dann hier die eine Weiche so nach oben. Ich würde das jetzt mal nur andeuten. Das andere geht straight nach da unten. Bis hier, hätte ich gesagt. Und dann geht es hier so rüber. Ich würde mal sagen, 2, nämlich 40 noch. Wir haben von unten die direkte Verbindung nach da. Das obere Gleis geht so. So, wir haben von 2 auf 1 nochmal die Weiche so nach unten. Also so. Und dann oben natürlich entsprechend die Verbindung für so. Na komm. Dann müsste das so ungefähr hinkommen. So, Signale. Die sehen jeweils am Ende des Perrons. Einmal da, einmal da. Oh. Jetzt kann ich das da oben nicht mehr platzieren. Müsste man das da oben wie eins nochmal versetzen. Ah, das ist jetzt dämlich. Shit. Okay. Kann ich das jetzt setzen? Ja. Okay. Das setzt dann hier so nach oben. Und dann hier runter. Nice. I guess das wird nicht das letzte Mal sein, dass das passiert. Sieht das irgendwie doof aus. Weil es geht eigentlich kurz nach dem Perron runter. Ich glaube, der Bahnsteig da oben, der muss ein bisschen kürzer werden. Machen wir das Signal da. Sagen jetzt nochmal Bahnsteig. Denn kann ich das hier machen. Und dann hier so runter. Ja, das sieht besser aus. Zum Original. Einmal da löschen. Mhm. Das ist besser. Das da unten macht jetzt eigentlich eine Kurve. Und das ist dann
Jetzt muss ich mal kurz die Gleisgeschwindigkeiten anschauen. Das kann ich euch gerade leider nicht zeigen. Da wäre es im Original. Oh, die von der 80. 80 bis 95 ist da hinterlegt. Okay. Jetzt frage ich mich nur, wie ich das optisch am dürfsten darstellen kann. Mit dieser Kurve da. Es passt halt irgendwie halt so überhaupt nicht mit den Proportionen. Ich hätte es erst mit dem Inneren machen sollen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und dann so. Das Dreieck irgendwie darstellen. Ah, das wird von den Proportionen nicht ganz stimmen. Okay. So, dann einmal so. Sieht irgendwie komisch aus. Aber das ist dann hier diese eine Schleife hier vom Bahnhof. Also im Plan sieht es so aus. Es geht hier da so runter. Und auf der anderen Seite ist dann das andere Gleis, wo man dann hier in die andere Richtung fahren kann. Hier ist Lokorama. Das werden wir auch nur, denke ich mal, mit einem Depot andeuten. Dass wir das hier ein bisschen vereinfachen. Ich meine, da ist Abstellung, da hinten ist Abstellung. Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn. Oder wollen wir den Bereich komplett darstellen? Zumindest den da. Aber Lokorama dafür als Depot. Und ab und zu kommt halt da. Gut, man kann das eine Gleis vom Lokorama, wo die Sonderfahrt nicht mehr wieder rausgehen, theoretisch als Bahnsteig machen. Oh, ob das dann doof aussehen würde. Aber wir könnten dann im Fahrplan eigentlich mal so eine Sonderfahrt dann einplanen, dass sie hier mit dem Goofy rausfahren, im Bahnhof rein, und dann fahren sie einmal das komplette Dreieck ab und dann wieder retour. Ich frage, wie das, wie man das dann im Fahrplan hinterlegen kann. Aber dann, glaube ich, braucht es hier das Ganze als Bahnhof. So, bezüglich Signale. Wir haben da die Signale, kurz vor der Einfahrt. Wir haben hier nochmal den Schwung von links nach rechts. Vor dieser Kreuzung. Also genau das Gegenstück von da hinten. Das heißt, einmal so, das ist doof, was machen wir das so. Als 40 hätte ich mal gedacht, oder machen wir das als 80? Kann ich das upgraden? Ja, das kann ich. Und entsprechend hier die Signale. Einmal so und... Ach, ne. Die kann ich jetzt nicht hier parallel setzen. Ist das jetzt dir zu nah? Oh. Müsste ich. Es sieht irgendwie dämlich aus. Nö. Der Schimmer mir sagt, das ist nicht. Machen wir vielleicht zuerst das Signal. Einmal drehen. Da kann ich es jetzt bauen. Ja. Nee. So, einmal. Das sieht so komisch aus. Ich hätte es gern näher ran, also dass das halt wirklich so ist, aber dann kann ich halt hier. Ist
doofe Signal halt. Ja, ich kann es halt nur versetzt setzen. Ja, komm, machen wir das versetzt, weil sonst sieht es doof aus. Okay. So, hier unten geht's weiter. Wie sieht denn das aus, wenn man das dann spielt? Gut spiel. Romanshorn. Hier ist dann ein bisschen was los und dann kommt hier unten dann Richtung Amriswil. Jetzt müssen wir kurz schauen. Ist das im Plan hier hinterlegt? Ich bin jetzt gerade absuchen vom Plan. Bevor ich euch den einblende. Ja. Romanshorn West, ich hab's gefunden. So, also da kommen wir von Romanshorn. Dann haben, da ist noch ein Bahnübergang dazwischen. Dann geht's einmal hier rauf und einmal wieder runter. Und dann geht's dann hier in die Umfahrung hier rüber. Soll heißen, wir machen. Sind das 80er Weichen? Jetzt muss ich da mal schnell in meinen Plan nachgucken, ob das 80er sind. Nö, sind sie nicht. Gut. Also plantechnisch. Machen wir hier mal 40 so. Und dann hat es einen Abstand und dann geht es hier so um die Umfahrung rein. Sollen wir hier 40 machen? Einfach nur jetzt mal zum Andeuten. 80 geht hier weiter. Ja, komm. Spiel. So. 40 auch ein. Ach, komm jetzt. Geht es dann hier einmal so nach oben. Und dann bräuchte man da hinten jetzt nochmal so einen SPL-Block. Beziehungsweise. Ich mache jetzt mal schnell die Signale. Einerseits so. Einfahrsignale. Jetzt hat hier nochmal Signale. Und Einfahrsignale in die Richtung. So. SPL-Block. Das mal so. Aeroblock. Ich würde sagen, machen wir 4. Und dann haben wir hier Amriswil. Machen wir ja auch mit so 80. Sieht irgendwie komisch aus. So. Einmal Bahnsteig hinzufügen. Neuer Bahnhof Amriswil. Und Signale vergessen. Es ist jetzt aber ein bisschen dämlich, was ich da mache. Jetzt kannst du ja keine Fahrstraße noch da reinmachen. Da brauche ich noch mal Platz. Das ist, das war jetzt Logikfehler. Das geht so nicht. Ach, ich würde das so gern verschieben können. Ja, okay. Das kommt weg. So, hier machen wir da mal 2 Platz. Bahnhof. Jetzt konnten wir die Signale platzieren. Ausfahrt, Ausfahrt. Und dann quasi in die Richtung. Bahnhof, Amriswil. Bitte einmal hinzufügen. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher, welcher eigentlich die 1 und die 2 da wäre.
und das dann hier verbinden. So, jetzt mal kurz was testen. Das da geht. Das da geht. Glaube ich jetzt gar nicht mal so doof. Also. Amriswil. Wer das? Das da oben. Romanzon. So. Soll man hier. Was, wenn wir das hier schon bei Romanzon gemacht haben, werden wir hier den Bahnsteig auch noch einzeichnen. In Utschwil ist es nur hier unten. Amriswil hat es auf beiden Seiten. Müssen wir nur noch das Schild hier ein bisschen verschieben. Ja, das sieht doof aus. Einmal bis so. Einmal raus. Ja, das ist doch gar nicht mal so doof. Wenn man ein bisschen kreativ ist, kann man da oben den See noch mit einzeichnen. Gut, 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 gut. Und dann würde ich sagen, machen wir hier bei dem, ne, wobei. Das läuft. Okay, kann ich auch. Das kann ich auch. Cool. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ja, den Quatsch da oben kann ich natürlich nochmal löschen. Den brauche ich nicht mehr. Dankeschön. Irgendwie wäre es auch cool, wenn man von den Kacheln her noch was Größeres bauen könnte. So, jetzt mal überlegen, überlegen, überlegen. Die Abstellgruppe. Es geht dann hier weiter. Mal schauen, was schlau ist. Einmal so. Wir haben insgesamt so 141 ist das Gleis des Lokramas. Versuch es jetzt mal hier kurz irgendwie nachzuzeichnen. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Abstellgleise sind es. Also von da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn man das nachstellt. Ja, wobei es sind eigentlich hier. Muss eigentlich 6 runtergehen. 1. Machen wir hier mal 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das muss man. Ich kann das jetzt. Ja, ich muss das fast irgendwie. Das Romanzon Abstellung Bahnhof irgendwie machen. Und eins hier so versetzt. Ist dann das Lokorama. So, das da. Geht so hier runter. Das auch. Das wird gleich Sinn ergeben. So, das wäre jetzt dann 51, 53, 54. Nee, Moment. 51, 53, 54, 55. Und da geht es dann einmal so. Nee, da habe ich jetzt irgendwie einen Gedankenfurz. Da stimmt jetzt was nicht. Also wir haben insgesamt 1, 2, 3. Also den Plan darf ich euch nicht zeigen. Wir müssen auf den anderen Plan gehen. Zödele. Also ich versuche jetzt das da unten zu nachschauen. Also 153, 152, 151, 47, 46, 45 und das eine Gleis 141 da.
fürs Lokrama. Das geht dann hier einfach darstelltechnisch einmal so nach unten und dann ist das irgendwie alles Anschlussgleis, Anlage, Lokrama, Romanshorn. Ja, es ist eigentlich kein Betriebswerk. Ne? Romanshorn Abstellgruppe 1 zum Beispiel. Weil da oben werden auch Züge abgestellt. Ja. Okay. Schauen wir nochmal rein. Boah, sowas bauen ist gar nicht so einfach, dass es hier irgendwie Sinn macht. Also wir brauchen 1, 2, 3 nach unten. Hier nach unten. Ich habe das komplett falsch gebaut. Nee. Kannst du das mal löschen, bitte? Das macht so von der Darstellung gar keinen Sinn. Also 1, 2 nochmal hier raus. Und dann. Wir brauchen. Ich muss mal ganz kurz was überlegen, liebe Leute. Ich mache mal ganz kurz einen Schnitt und überlege mal, wie ich das jetzt zum Schlauesten baue. Ich probiere mal kurz was aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann, da bin ich wieder und ich glaube, ich habe das jetzt soweit ganz gut hinkriegt, wenn man hier diese Abstellung hier darstellen kann. Von der Nummerierung her ist jetzt von 1 bis 7. Ich muss das noch als Portalgleise machen. Die kriegen jetzt alle Rangiersignal, beziehungsweise nachdem es Rangiersignal so per se nicht gibt. Also ja, doch, gibt schon. Ich weiß noch nicht, wie man das baut. Kommen hier jetzt noch die manuellen Signale hin. Und bei der Gruppe da unten hat es nochmal ein manuelles Signal hier oben. Also ein Cheersignal halt. Das ist jetzt quasi hier das unterste Gleis da. Das hat da ein Signal, da und da hinten nochmal, bevor es dann hier in die Kreuzung hier reingeht. Beziehungsweise der steht noch bevor die Gruppe da hinten herkommt. Soll heißen, in unserem Plan kommt das Ding da rein. Dann ist es soweit akkurat. Okay, das da. Das mal als Übergangsgleis definieren. Übergang Ost. So, Übergang Ost. Okay. Übergang Ost. Das gleiche müssen wir auch hier noch machen. Übergang West. Übergang West. Dass der da immer was auswählen will. Hier oben habe ich das auch nicht gemacht. Übergang West. Übergang West. Okay. Gut. Das mal zu dem. Wir könnten jetzt mal ausprobieren, ob das spielbar ist, dass wir zum Beispiel mal einen Zug von Romanshorn Abstellung West, was ist hier vom Lokorama, Rennfahrlausnahme der Retour, ob das mit den Weichen soweit klappt. Ich habe da zuerst mal kurz ein bisschen rumbastelt. Sollen wir es mal löschen. Wir haben es jetzt 8 Uhr. Add Contract. Halt hinzufügen. Auf 1 und dann fährst du nach Romanshorn im Original auf die 1. So, Ankunft. Was ist eigentlich das da? Ecolite reachable and distance between station useful for change of map layout. Aha. Sagen wir mal 8:02, 2 Minuten. Heute war schon bei Current Schedule. Okay, und dann fährst du wieder dahin. Auf die 1. Wie kommt der auf 138? Okay. Das ist. Ja, sag mal Nahverkehr. Okay. Passt. Können wir schließen.
Und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Einmal starten. Oh. Das ist jetzt aber dämlich. Warum kann ich die ganzen Weichen hier nicht bearbeiten? Hey, da bringt mir ja der Rangierbereich hier sogar nicht. Hä? Was habe ich denn da falsch gemacht? Switch. Und den aber auch nicht bearbeiten. Okay. Ich müsste auch vielleicht mal ganz kurz recherchieren. Das ist jetzt neu für mich. Wir sehen uns gleich wieder. Ach, Leute, ich war doof. Ich war halt die ganze Zeit halt noch so im Baumodus drin. Ich hätte einfach noch einmal hier klicken müssen und jetzt kann ich natürlich die ganzen Weichen hier so fleißig rumschalten, wie ich das brauche. Ach ja, und dann geht es natürlich auch hier mit unserem kleinen Zug da. Ja, viel zu lang ist. Das wären vielleicht ein oder zwei Wagen. Maximal. Mit der Lokbahn dran. Ja, das ist Romazon Stand jetzt. Dann fällt jetzt hier nur der ganze Bereich hier oben. Das müssen wir hier noch irgendwie abschließen. Und dann geht es auf der rechten Seite weiter. Beziehungsweise... Ja, vielleicht fügen wir da bei Amris wie links noch was hinzu. Da so drunter. Wäre eine Option. Okay. Ich würde sagen, für das Bauvideo lassen wir es erstmal für jetzt. Machen dann im nächsten Teil weiter. Gern euer Feedback in die Kommentare oder was ihr da vielleicht noch anpassen würdet oder anders machen würdet. Ich jetzt. Oh, wow, ich sehe gerade. Ah, hier nix Signal. Wobei. Braucht es auch gar nicht. Hier soll sich ein Zug eh nie angucken. Ja, das ist sonst eh Gridlock Protection. Es passt schon so, dass hier drin nichts ist, weil dann kommen die da hier einfach so rein. Ja doch, das passt. Ich bin eigentlich soweit ganz happy, wie das hier aussieht. Aber 40 ist schon ein bisschen arg langsam, ne? Hm. Ich meine jetzt hier da hinten drin passt es jetzt ja schon. Sollten wir das doch ändern, dass hier die Geschwindigkeiten anders sind, weil sonst krebsen die da alle rum im Bahnhof. Da müssen wir vielleicht einen kleinen Realitätskompromiss eingehen. Ah, oder? Lassen wir das auf 40? Schreibt mir das mal in die Kommentare rein, ob man das mit 40 so lassen soll hier im Bahnhofsbereich. Hier dann halt schneller. Also was war das nochmal? Also jetzt kann ich hier so erzählen, das war glaube ich die 80er hier. Naja, da hat er jetzt wieder kurz Gas geben. Ich glaube, ich müsste das hier noch auf 80 machen. Ich muss mir das mit dem Planer mal kurz anschauen mit den Geschwindigkeiten. Hm, das ist jetzt natürlich ein Thema. Aber bevor wir das noch im Detail machen, glaube ich, machen wir zuerst mal die restlichen Gleise hier. Ja, doch. Bin zufrieden. Bis dahin, ich wünsche euch was. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.